Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Pferdekauf-Video. Heute werden wir uns endlich das Remake der Haflinger kaufen, denn die sind heute ins Spiel gekommen. Ja Mann, ich freue mich so. Für alle, die es immer noch nicht wissen, aber ich denke mal, fast jeder von euch weiß es. Die Fjordpferde und auch die Haflinger sind ja meine Lieblingsrassen in Real Life. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Haflinger der dritten Generation endlich ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Und auch aus diesem Grund sitze ich hier auf dem Haflinger der zweiten Generation. Einfach mal so ein bisschen als Vergleich. Aber der Unterschied dürfte wie Tag und Nacht sein. Es sind insgesamt 6 Haflinger reingekommen. 5 stehen hier an der Reitarena. 1 steht in Fort Pinter. Und ja, hier stehen sie schon. Ah, genau. Hier stehen 2 und hier stehen 3. So, aber wir brauchen uns nicht alle ganz genau anzuschauen, denn ich klicke jetzt einfach mal auf dieses hier vorne drauf. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da können wir auch schon alle 6 Haflinger sehen, die es hier im Spiel gibt, die reingekommen sind. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal alles der Reihe durch. Also, wir haben oben Haflinger der dritten Generation stehen. Dann haben wir links die Rassebonuswerte. Die Haflinger haben Stärke 1, Disziplin 2, Agilität 3. Das finde ich sehr gut. Ein Agi-Pferd. Die sind also sehr wendig. Geschwindigkeit und Ausdauer, da steht nichts. Darunter stehen auch nochmal die Einschränkungen. Ne? Ab Level 11 könnt ihr sie hier an der Reitarena kaufen. Man braucht keinen Ruf dafür. Das in Fort Pinter könnt ihr natürlich auch als Nichtsreiter kaufen. Ne? Also ab sofort. Und genau, ich würde sagen, ach so, hier an der Seite, an der rechten Seite steht übrigens nochmal der Text der Haflinger. Ihr wisst, ich lese nicht gerne vor und auch die meisten von euch möchten diesen langen Text nicht vorgelesen bekommen. War das jetzt Deutsch? Weiß ich nicht. Genau, deswegen werde ich diesen Text jetzt nicht vorlesen. Da unten sehen wir auch den Preis. Glatt 900 Starcoins kosten die. Also dafür, dass die keine spezielle oder besondere Animationen haben, ist das doch relativ... Ist das teuer? Ich meine, es sind immerhin glatt 900 Starcoins. Das ist schon nicht gerade wenig. So, und in der Mitte, da haben wir natürlich das gute Stück. Den wunderschönen Haflinger. Und da seht ihr auch mal die Animation im Stehen. Also was es halt so macht, wenn es eben steht. Ja, wir sehen hier übrigens, die Haflinger kommen hier mit einer sehr langen, welligen Mähne. Ich glaube aber, das ist nicht so wirklich typisch, dass Haflinger eine wellige Mähne haben. Denn ich habe mir auch schon ab und zu mal im Internet, auf YouTube oder sonst irgendwo Haflinger-Gestüts angeguckt. Also da, wo halt eben Haflinger gezüchtet und großgezogen werden. Und die Haflinger haben tatsächlich alle glatte Mähne. Ich glaube nicht, dass die alle die Mähne von den Haflingern glatt gebügelt haben. Deswegen gehe ich einfach mal stark davon aus, dass die normale Mähne der Haflinger eher glatt ist und dass das Wellige eher durch das Einflechten kommt. Ne? Man flechtet ja die Mähne der Haflinger ab und zu mal gerne ein, vor allem wenn die halt so schön lang ist. Und dadurch entstehen logischerweise auch die Wellen. Ne? Kennen wir ja bei uns Menschen auch. Wenn wir uns die Haare einflechten, werden die auch wellig. Ja, und ich denke mal, die natürliche Mähne von den Haflingern ist eher glatt. Hier ist die normale Standardmähne der Haflinger wellig. Ja, finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Also, ja. Die Mähne der Haflinger ist übrigens unterschiedlich. Ne? Es gibt Haflinger mit kurzer Mähne, mit mittellanger Mähne und mit richtig langer Mähne. Also da gibt es bei den Haflingern, was die Mähne angeht, jedenfalls die Länge, keine Grenzen. Genauso wie der Schweif. Hier sieht man es schön. Es gibt Haflinger mit eher dickerem Schweif. Dann gibt es wieder Haflinger, die haben eher etwas dünneren. Auch da gibt es Unterschiede. Genau. Und ja, das hier ist eher so ein... Ich würde sagen, so ein rotbrauner Haflinger. Genau, mit, also ich wollte jetzt sagen, mit Abzeichen an den Beinen. Das sind aber keine Abzeichen, das ist mehr so ein Weißabgleich, so eine seiner Ausbleichung des Fells, wenn ich das so sagen kann. Weil Abzeichen sind erstens mal bei den Haflingern zwar gewünscht, aber jetzt nicht ganz so gerne gesehen, obwohl es natürlich auch einige Haflinger gibt, die Abzeichen an den Beinen haben. Und Abzeichen sind ja logischerweise immer ganz klar abgegrenzt. Hier haben wir aber keine klare Abgrenzung. Das ist eher mehr so ein verwaschener Übergang. Ja, als wäre das halt so ein bisschen ausgeblichen. Sieht man ja auch hier unten am Fell. Ne? Das am Fell, am Fell sag ich schon, am Bauch.
Das hier unten am Bauch, das ist ja auch kein Abzeichen oder irgend sowas, das ist ja auch was Ausgeblichenes. Und nein, das sind keine Stichelhaare, weil Stichelhaare sind bei Haflingern, bei deinen reinrassigen Haflingern auch nicht erwünscht. Ne? Also das ist alles mehr sowas Ausgewaschenes, Ausgeblichenes. Ne? Ja, dann haben wir hier bei dem Haflinger auf jeden Fall eine wunderschöne Schnurblässe. Sieht ganz toll aus, hier ein bisschen rosa, ne, zwischen den Nüstern. Ist ein schöner Haflinger, also der gefällt mir schon mal sehr gut, der könnte es sogar werden. Ja, wir gucken uns erstmal alle Haflingerfarben an und dann kommen wir zu den Animationen. Ja, ich habe übrigens sehr, sehr viel zu den Haflingern zu erzählen. Also bevor ich mir einen kaufe, werde ich wirklich sehr, sehr viel über diese Haflinger reden. Ihr wisst ja schon, wie lange dieses Video geht, es wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lang werden. Geht jetzt, glaube ich, schon wieder über 6 Minuten, das Video. Ich habe aber noch keinen Haflinger gekauft. Aber ich habe halt wirklich sehr, sehr viel zu den Haflingern zu sagen, weil das ist halt meine absolute Lieblingsrasse im echten Leben. Und ja. Okay, gut. Der nächste Haflinger, der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Weißanteil im Fell drinnen. Ne? Da seht ihr hier, dieses Verwaschene geht richtig weit hoch bis zum Bauch. Hat sogar hier leichte Äpfelung drinnen. Ganz toll. Sieht auch schnucklig aus, aber mir gefallen tatsächlich Haflinger mit ein bisschen weniger Weiß. Ja, das ist ja kein richtiges Weiß, das ist ja auch so cremefarben, ne? Mit ein bisschen weniger ausgewaschenem Fell. Ich nenne das jetzt einfach mal ausgewaschen, weil es sieht halt wirklich so ein bisschen aus. Aber der hat eine richtig schöne Blässe. Der hat eine richtig tolle, schöne, breite Blässe und ist auch nicht so stark ausgegraut um die Augen herum. Wartet mal hier. Der andere hatte ein bisschen mehr Grau um die Augen. Da seht ihr es nochmal. Der hier hat nicht ganz so viel. Boah, jetzt bin ich echt zwiegespalten. Ne? Hier finde ich, bei dem finde ich zum Beispiel die Blässe schöner. Hier finde ich aber die Fellfarbe viel schöner. Ah, das ist ein Struggle, Leute, ein Struggle. Und dann haben wir auch nochmal einen so rotbräunlichen, auch wieder mit etwas mehr ausgeblichenem Fell, vor allem hier hinten am Schenkel und hier im Gesicht ist es sehr stark, ne? Boah, das geht ja hier hoch, hier am Muskel, fast bis zum Hals, oder es geht ja schon bis zum Hals hoch, ne? Hier unterm Auge ist auch nochmal ein bisschen, es sieht sogar ein bisschen älter aus dadurch, ne? Ist ein alter Haflinger, der wird schon leicht gräulich, ja, ich glaube, so viel Weiß ist bei den Haflingern auch nicht so wirklich erwünscht. Also ich persönlich, weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich habe bis jetzt noch keinen Haflinger mit so viel ausgewaschenem hellen Fell gesehen. Vor allem nicht hier am Auge oder an den Wangen, an den Bäckchen. Ne? Ja, nee, der gefällt mir jetzt tatsächlich nicht ganz so gut. Ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack. So, dann haben wir hier den ganz hellen, den sandfarbenen, den goldbraunen, könnte man schon sagen. Ne? Also die anderen drei, die waren mehr so rotbraun. Ne? Die hier, die gehen so ins Rotbraune. Der hier ist so goldbraun oder halt sandfarben. Den finde ich auch super schön. Aber der hat ja auch Weiß. Der hat ja auch Weiß unterm Auge. Aber bei dem finde ich es tatsächlich nicht ganz so schlimm, weil der halt so hell ist. Oh, der könnte es auch werden. Der ist ja zuckersüß. Ja, der ist auch total schön. Und die haben alle braune Augen, ne? Guck mich mal bitte an. Was hast du? Hast du ein Abzeichen? Nee. Aber die haben auf jeden Fall ein Mehlmaul. Ne? Also Mehlmaul ist, wenn die Nüstern, um die Nüstern und zwischen den Nüstern, wenn die grau sind und rundherum, dann um Mäulchen so weiß drumherum ist. Eben wie bei den Haflingern, das sieht man das sehr, sehr stark. Das ist dann ein Mehlmaul. Das eine Gotlandpony oder der alte Isländer zum Beispiel, das sind auch Pferde, die auch so ein Mehlmäulchen haben, ne? Wo die Nüstern grau sind und um die Nase drumherum sind die dann so weiß. Fjordpferde haben das übrigens auch, ne? Das sind auch solche Mehlmäulchen. Ja, und die Haflinger? Haben das eben auch. Bei denen ist das Mehlmaul auch vertreten. Und das finde ich so süß. Ich liebe Mehlmäulchen bei Pferden. Ganz toll. So, und dann haben wir hier noch zwei dunkle Kandidaten. Das sind so, ja, so dunkelbraune. So rostbraune Haflinger. Dabei muss ich sagen, ja, es kann tatsächlich vorkommen, dass unter den Haflingen so eine dunkle Farbe
eben vorkommt. Aber solche dunklen Haflinger sind tatsächlich in der Haflingerzucht auch nicht so gerne gesehen. Also es sind mehr so die goldbraunen und die rotbraunen Haflinger. Sowas sieht man auf jeden Fall sehr gerne und ist auf jeden Fall gewünscht. Aber solche dunklen dann doch eher nicht. Klar, es gibt auch solche dunklen, aber die sind halt nicht ganz so gerne gesehen. Und ich habe auch von vielen gehört, die sehen aus wie Schwarzwälder. Ja, es könnte tatsächlich, also jetzt nur von der Farbe her, rein von der Fellfarbe her, könnte das wirklich hier als Schwarzwälder durchgehen. Denn Schwarzwälder sind genauso wie Haflinger ebenfalls Lichtfüchse. Haflinger sind übrigens ausschließlich Lichtfüchse, also ist auch nichts anderes erlaubt, also kein Schimmel, kein Rappe, kein gar nichts. Aber bei den bei der Rasse Schwarzwälder, da kann es tatsächlich auch mal passieren, dass ein Brauner, ein Rappe oder sogar ein Schimmel dabei ist. Zwar auch nicht so oft, aber kann passieren. Und die Schwarzwälder haben, wie gesagt, sind ja auch Lichtfüchse und haben meistens, in den meisten Fällen halt so ein dunkelbraunes bis schwarzbraunes Fell mit ebenfalls heller Mähne. Also so wie der Haflinger jetzt eben hier steht. Das könnte tatsächlich, so wie er hier steht, von der Farbe her auch ein Schwarzwälder sein. Also für all diejenigen von euch, die vielleicht noch auf die Rasse Schwarzwälder warten, bitteschön, hier habt ihr schon mal so ein Modell oder jedenfalls so eine Farbe. Und den finde ich tatsächlich auch sehr schön. Auch wieder relativ wenig ausgebleichtes Fell. Nur hier unten an den Beinen und hier hinten natürlich am Schenkel so ein bisschen. Aber das ist ja fast normal bei den Haflingern. Hier im Gesicht auch ein bisschen, aber nicht zu sehr. Oh, hat einen Stern hier oben als Abzeichen. Sehr niedlich und ganz, ganz leichte Äpfelung. Schön. Schön, schön. Tolles Tier, tolles Pferd, gefällt mir sehr gut. Und hier haben wir auch nochmal so einen dunkelbräunlichen Kandidaten. Ja, und der sieht auch so ein bisschen alt aus im Gesicht, ne? Der hat nicht nur weiß, sondern auch sehr viel grau im Gesicht. Aber ja, nee. Nee, das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Das sieht irgendwie aus, als wäre er so hier so mit dem grauen Pinsel ausgerutscht. Weiß auch nicht. Nee, der spricht mich tatsächlich nicht ganz so an. Muss ich wirklich sagen. Hat er eigentlich eine andere Mähnenfarbe? Nee, die Mähnenfarbe ist bei allen, glaube ich, gleich. Ja, da hat sich nichts verändert. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal den hier vorne, den Haflinger, und wir gucken uns einfach mal die Gangarten an. So, wir haben den Schritt. Oh, sieht sehr flott aus. Tritt auch sehr gut unter. Mal von vorne. Super süß. Oh, ich finde das so toll, dass wir die jetzt von allen Seiten sehen können. Hier von hinten. So. Ich zeige euch dann übrigens auch nochmal die Animation mit dem Reiter, ne? Nochmal ganz kurz. So, dann haben wir den Trab. Der hüpft sehr, sehr stark. Und der Kopf wippt sehr stark mit. Aber auch hier tolle Beine. Guckt mal. Sieht schön aus. Die Mähne sieht ein bisschen wie ein Stück aus. Aber das ist nicht so schlimm. Ist trotzdem schön animiert. Hier mal von der anderen Seite. Da sieht man auch, dass sich der Schopf sehr, sehr stark bewegt. Und hier von hinten. Süß ist er. Süß ist er. So, dann haben wir hier den Kanter. Der ist gut. Hubbelt ein ganz klein wenig. Aber ist nicht so schlimm. Von vorne. Ui, die Mähne. Schick. Ganz toll. Hier von der anderen Seite. Und von hinten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. So, dann haben wir hier den Galopp. Ja, den Kanter und den mittleren Galopp, da hat SSO bei einigen Pferderassen so ihre Probleme, weil das sieht nicht ganz so flüssig aus. Also die Beine schon, aber hier alles, was über den Beinen ist, also halt der ganze Rest vom Pferd, das sieht ein bisschen wackelig aus wie so ein Schaukelpferd. Aber das ist nicht nur hier bei den Haflingern so, das ist bei ganz, ganz vielen Pferden so. Auch bei den Pferden der dritten Generation. Es sieht das ein bisschen schaukelig aus, wie ein Schaukelpferd, ne? Finde ich ein bisschen schade, dass sie diese Gangart nicht ganz so hinbekommen. Aber das ist bestimmt auch sehr schwer zu animieren. Von vorne ist das gar nicht mal so schlimm. Das sieht das sogar richtig cool aus. Aber von der Seite könnte man denken, es wäre ein Schaukelpferd. Hier nochmal finden. Ui, der Schweif. Wow. Uiui, sieht das toll aus. So, der schnelle. Oh, der ist ja richtig toll. Ein schöner, schneller Galopp. Du meine Güte. Seht ihr, mir fällt gerade ein, dass bei den ganzen Animationen die Vollbremsung, das Springen und das Steigen gar nicht vorhanden ist. Ne? Nur die, ich sag mal, Gänge.
Ups, mein Mikrofon. Sorry. Ja, es sieht auf jeden Fall mega schön aus. Guck mal, wie die Mähne weht und der Schweif und der Schopf und die Beine. Sieht alles super aus. Hier von vorn. Oh, zuckersüß. Und es schnauft richtig. Man sieht sogar ein bisschen, wie die Nüstern immer auf und zu gehen. Das finde ich ja toll. Hier nochmal. Und von hinten. Oh, der Schweif. Mega. Ist das cool, wie flüssig der ist. Ja, sehr, sehr schön. Okay. Gut, das sind die Animationen. Wie gesagt, die anderen drei Animationen, also das Springen, die Vollbremsung und das Steigen. Das zeige ich euch nochmal, ja, wenn ich dann drauf sitze. So, die Mähne ändern. Also wir haben hier, wie gesagt, die Originalmähne ist die ganz lange, leicht gewellte. Finde ich super schön, gefällt mir sehr gut. Hier haben wir die Mähne, die man bei Haflingern eigentlich so kennt, was fast normal ist oder was eben normal ist. Ist halt eine mittellange oder schon relativ lange glatte Mähne. Warte mal, ändert sich eigentlich der Schweif? Ne, der Schweif ändert sich nicht. Der bleibt gleich. Okay, es ändert sich nur hier die Mähne. Aber die ist auch super schön. Nehmen mal von der Seite gesehen. Die ist auch ein bisschen struppeliger. Ja, die ist auf jeden Fall viel kürzer. Das sieht man auch hier am Hals. Ja, die mittellange glatte Mähne. Aber auch super schön. Gefällt mir. Und hier haben wir das Mähnennetz. Glaube ich jedenfalls, dass das so heißt. Es ist aber nicht komplett eingeflochten. Hier hat man die Spitzen der Mähne auf jeden Fall offen gelassen. Das machen tatsächlich sehr, sehr viele bei ihren Pferden, wenn die die Mähne einflechten. Ja, manche flechten die ja wirklich bis unten hin. Aber manche lassen die auch bis zur Mitte hin offen. Und das sieht tatsächlich auch super gut aus. Ich gucke mir das mal ganz kurz an, wie das aussieht. Wenn die sich bewegt, ist die schön animiert. Das kann man von vorne immer sehr gut sehen. Ja. Ja. Sieht gut aus. Ich klicke mal kurz die andere Mähne an. Ah, die klebt an Ansatz so ein kleines bisschen an. Ja, da, bis hierhin ist die angeklebt und dann wehen nur die Spitzen. Hier, guckt mal, von vorne sieht man das ganz gut. Ja, die ist nicht ganz so schön animiert, aber es geht auch. Es geht auch. Ja, die ist trotzdem schön. So. Gut, dann haben wir haben eine Stehmähne. Nein, das sieht ja süß aus. Schön. Gefällt mir. Es sieht gleich aus wie ein komplett anderes Pferd. Schön. Könnte auch fast als Fjordpferd durchgehen. Aber nur fast. Nur fast. Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber schön. Also die finde ich tatsächlich auch fesch. Oh, dann haben wir hier eine sehr kurz geschorene Mähne. Fast bis zum Ansatz abgeschoren. Ja. Ja. Ist auch okay. Ich finde übrigens, oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, manche Pferde sehen ja mit abgeschorener Mähne wirklich echt komisch aus und die sehen aus wie ein Esel. Bei den Hafis sieht das richtig gut aus. Da ist auch der Hals mega schön und auch der Kopf. Selbst bei der abgeschorenen Mähne wirkt das alles super schick. Ich finde das ganz toll. Fantastisch, super. So, dann haben wir hier die Knötchen. Bei den Knötchen ist der Schweif übrigens eingeflochten. Ich muss mal kurz gucken. Ach, ah, guck mal. Ah, hier bei der Stehmähne und auch bei der abgeschorenen Mähne ist der Schweif dann auf einmal glatt. Der verändert sich. Interessant. Okay. Ja, hier bei den Knötchen ist, wie gesagt, der Schweif eingeflochten. Oh, schön. Ein schöner Dressurhafi. Ein sehr, sehr schöner Dressurhafi. Ja, übrigens kann man die Haflinger auch in allen möglichen Bereichen einsetzen. Ne? Das liest man hier auch an der rechten Seite. Da steht nämlich eher dieser ausgeglichene Gefährte mit seinem sanften Temperament eignet sich für viele Disziplinen, darunter Western, Dressur, Springreiten, Arbeitsreitweise und Kutschfahrten. Und es ist tatsächlich so, also Haflinger kann man wirklich überall einsetzen. Die sind so vielseitig, so lernfähig, finde ich mega krass. So, kommen wir zurück zu den Frisuren. Eine haben wir noch und hier haben wir die langen Zöpfchen. Wieder mal eine eingeflochtene Mähne, aber nicht als Netz, sondern halt als Zöpfchen. Und auch hier ist der Schweif eingeflochten. Und ja, der Zopf ist auch vorhanden. Sehr schön. Mega süß. Oh, gefällt mir richtig gut. Das ist auch schön. Okay. So, ihr Lieben, ich behalte aber erst... Obwohl, nehme ich die? Oder nehme ich die? Ah, die lange, wellige Mähne, die sieht schon gut aus. Ne? Die ist auch ein bisschen besser animiert, finde ich. Ja, die ist schon toll. Die ist schon toll. So, jetzt ist halt die Frage. Nehme ich gleich diese Farbe? Oder nehme ich eine andere, weil wie gesagt, den wollte ich nicht. Der hat mir ein bisschen zu viel Weiß im Fell, genauso wie dieser. Der sieht mal halt ein bisschen zu alt aus. Finde ich ein bisschen schade. Der ist auch richtig hübsch.
Finde ich mega toll. Und von den dunklen finde ich halt, wie gesagt, diesen richtig schön. Aber ich glaube, ich werde erstmal bei dieser Farbe bleiben. Das erinnert mich an den Haflinger, auf dem ich gerade drauf sitze. Ich glaube, das ist wirklich haargenau dieselbe Farbe. Und ja, ich würde sagen, krasse Ansehen. Was gibt's denn? Achso, hier gibt es alle Pferde, die es hier bei der Reiterei dann zu kaufen gibt. Ups, jetzt bin ich rausgekommen. Sorry. Ja, ich würde sagen, ich kaufe mir den Süßen mal. Ja, und da kommen wir auf jeden Fall zum Personalisieren. Das ist auf jeden Fall schon ein erwachsener Haflinger. Und das wird bei mir, glaube ich, wieder mal ein Hengst. Bei den Namen, da brauche ich jetzt noch mal ganz kurz eine Weile. Wenn ich mit der Namenssuche fertig bin, dann hole ich euch wieder zurück. Okay, ihr Lieben, ich bin fertig. Ich habe mich jetzt mal wieder für einen Doppelnamen entschieden, und zwar Sweet Honey, also süßer Honig. Sieht schon leicht wie Honig aus, also wie ein dunkler Honig. Ne, es gibt ja verschiedene Honig, hellen, mittel, dunklen und ganz dunklen. Ja, ich glaube, ihr alle wisst, wie Honig aussieht. Und ich habe tatsächlich das Geschlecht geändert. Es ist jetzt ein Stütchen geworden, weil Sweet Honey klingt eher nach einer Stute, und durch die langewellige Mähne wirkt das doch so ein bisschen stutig. Also jedenfalls in meinen Augen. Und deswegen, ja, es wird ein Stütchen, eine erwachsene Stute, Sweet Honey. Und ich würde sagen, ich zögere nicht länger. Ich kaufe mir das Pferd sofort. Da ist er. Da ist er, der Haffi. Oh, wie süß. Du bist eine Süße. Eine richtig Süße bist du. So, in den Stall schicken oder jetzt reiten. Natürlich werde ich das Pferd jetzt sofort reiten. Da kann ich sie euch in der Reithalle sofort zeigen. Und ich habe von meinen alten Haflingern natürlich vorher alles abgelegt. Und da ist sie. Guck mal, da ist sie. Ja, da ist sie. Super. Oh, gut. So, die Animation ohne Reiter, die haben wir uns ja schon im Kauffenster angesehen. Das brauche ich euch jetzt nicht nochmal zu zeigen. Die Frisuren kennen wir ja auch schon. Das Einzige, was, glaube ich, ganz witzig ist, zu sehen, wie es aussieht, wenn sie jetzt Ausrüstung drauf hat. Ich habe da mal hier was vorbereitet, was ganz Tolles. So, die alten Hufeisen können wir wegwerfen. Ja, und so sieht Sweet Honey, ein süßer Honig, mit Ausrüstung aus. So, und dann gucken wir uns gleich mal, Moment, Schritt, Trab, Kanter, im Kanter den Sprung an. Oh, das streckt aber sehr weit die Beine, so plupp, nach vorne, so plupp. Moment, mal gucken, ob ich, ja, hier, guckt mal, das streckt sie richtig stark die Beine aus, als würde sie eigentlich jetzt schon auf dem Boden aufkommen, aber sie schwebte noch in der Luft. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber ansonsten ist der Sprint gar nicht mal so schlecht. Nö, ich finde das sehr süß. Sie zieht auch die Hinterbeine schön an, das gefällt mir. Mal von vorne und mal von hinten. Ja, sieht nicht verkehrt aus, wunderbar. So, kann ich eigentlich die Tageszeit verändern? Sieht das dann ein bisschen besser aus hier in der Reithalle? Ja, das Licht ist ein bisschen anders. Na gut, machen wir mal die Tageszeit. Ändern wir die mal. Das ist nämlich das Gute, dass man jetzt die Tageszeit ändern kann. Das finde ich gut. So, wir gehen mal ein bisschen schneller und springen nochmal. Ja, stimmt, das sind die Beine anders. Das streckt sie die nicht so aus, ne? Das ist tatsächlich ein kleines bisschen anders. Der Sprung in der Gangart. Oh, die Hinterbeine werden auch sehr dicht an den Bauch dann gezogen, ne? Guckt mal. Sieht schon wieder ein ganz kleines bisschen anders aus. Das sind die nicht ganz so weit so nach unten gerichtet, sondern die neigen sich nochmal ein bisschen mehr. Okay, die Hinterbeine sehen ein bisschen aus wie Gummi, aber das haben wir nicht gesehen, Leute. Das haben wir nicht gesehen. Nein, die Haflinge sind perfekt, so wie sie sind. Nein, das haben wir natürlich nicht gesehen. So, ach so, ha. Wartet mal, ich habe vergessen, die anderen Spieler auszublenden. Ach, das ist ja sogar jemand aus meinem Club. Ach, hallo, Sanette. Ich grüße dich. Ja, gut. Und ich würde sagen, wir halten mal an. Oh, schöne Vollbremsung. Und nochmal. Ach Gott, das ist ja super süß. Schön. Nochmal, komm. Das schaffst du. Ja, geht richtig weit nach unten. Ist aber eine richtig schöne Vollbremsung. So, und noch einmal. Cool. Gefällt mir. So, was auch interessant ist, ist das Steigen. Ja gut, das haben wir ja schon im Teaser gesehen. Der Haflinger geht nicht wirklich weit hoch. Nee, so richtig weit hoch kommt er nicht. Mal gucken, ob ich das richtig erwische. Ja, genau. So, höher geht der Haflinger nicht. Schlägt mit einem Bein aus, das andere wird angewinkelt. Ja, oh, die Mähne. Wow, guckt euch mal diese wehende Mähne an. Und der dicke Schweif. Ach, toll.
Ganz toll. Wie es nach hinten guckt. Ach, süß. Ja. Finde die Beinstellung auch hier hinten mega schön. Da stellt es die Beine etwas breiter, damit es einen besseren Stand hat. Finde ich gut. Ja, doch. Schönes Steigen. Ganz toll. Mal kurz von hinten. Gut, das sieht man jetzt nicht viel. Und noch einmal kurz von vorne, weil es so schön war. Und dann hören wir auf. So, das Springen, die Vollbremsung und das Steigen. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Und ich glaube tatsächlich, dass es zu den Haflingern jetzt nichts weiter zu sagen gibt. Die Frisuren müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Die haben wir ja schon im Verkaufsfenster sehr ausgiebig betrachtet. Und ja, also dadurch, dass es jetzt dieses neue Verkaufsfenster von SSO gibt, gibt es hier in der Reitarena gar nicht mehr so wirklich was zu zeigen. Außer wie gesagt, nochmal mit Ausrüstung. Und nochmal die anderen drei Dinge. Also wie gesagt, springen, steigen und das Stoppen. Mehr brauche ich euch jetzt eigentlich nicht mehr zu zeigen. Und durch das Verkauffenster, das nimmt ein ja schon alles. Ne? Ihr wisst jetzt auch, wie mein Pferd heißt. Ihr wisst auch, ob es ein Hengst und ein Schütchen ist, ob es erwachsen ist oder nicht. Und ja, das ist der Haflinger der dritten Generation. Ich persönlich finde, die Haflinger sind gut getroffen. Ja, also Haflinger, also ja, bei dem Haflinger sieht man ja, die sind schon kräftig. Aber jetzt nicht so kräftig natürlich wie ein nordschwedisches Kaltblut oder andere Kaltblüter. Aber die sind jetzt auch nicht so schlank wie jetzt ein englisches Vollblut zum Beispiel. Die sind so ein gutes Mittelding. Und die sind tatsächlich auch in Real Life so. Die sind nicht zu kräftig, die sind aber auch nicht zu dünn. Die haben schon hier ein bisschen was an den, hier oben an den Muskeln, ja. Und das hat SSO ebenfalls so umgesetzt. Das sind ein klein wenig kräftigere Haflinger, nur ganz, ganz, ganz klein wenig. Aber im Großen und Ganzen super schön umgesetzt. Tolle Farben haben sie ins Spiel gebracht. Tolle Lichtfüchse. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Vielleicht kommt auch noch ein Haflinger in die App. Vielleicht auch noch mal ein heller Haflinger, so wie wir den schon haben. Ne? Dieser cremefarbene, dieser sandfarbene. Vielleicht auch noch mal mit ein bisschen mehr Weiß. Und dann ist, glaube ich, für jeden Haflinger-Freund was dabei. Wie gesagt, Haflinger sind ja ausschließlich Lichtfüchse. Da gibt es ja kein Rappe, kein Braun, kein Apfelschimmel, kein Schimmel, kein Dunkelfuchs, kein gar nichts. Es sind ja wirklich ausschließlich Lichtfüchse. Und deswegen hat Starsable auch nur solche Lichtfuchsfarben ins Spiel gebracht. Genau, da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei. So, ich höre aber auf jeden Fall jetzt erstmal auf zu reden. Ich nehme jetzt schon, glaube ich, über eine halbe Stunde auf. Das ist ein sehr langes Pferdekaufvideo geworden. Aber ich glaube, ihr habt auch von mir nichts anderes erwartet. Ich finde sie wirklich im Großen und Ganzen gut gelungen. Sie sind auf jeden Fall zu 100% als Haflinger zu erkennen. Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Mann zu mir herholen würde und sagen würde, hier Schatz, sag mal, was sind das überhaupt für eine Pferderasse? Der kennt sich ja so mit Pferden so überhaupt nicht aus, aber ich glaube, selbst er würde erkennen, dass das ein Haflinger ist. Also ja, sehr gut umgesetzt, top, top, top. Es wird auf jeden Fall nicht nur bei diesen Haflinger bleiben. Nein, es werden auf jeden Fall noch mehr einziehen. Alle werden bestimmt nicht einziehen, weil wie gesagt, habe ja vorhin schon erzählt, dass mir ein oder zwei Haflinger jetzt nicht so gut gefallen. Und wenn die mir jetzt nicht so gut gefallen und überzeugen, dann werden die natürlich auch nicht einziehen. Also alle werde ich mir auf jeden Fall nicht holen, aber ja, schon noch das ein oder andere. So, das war es jetzt auf jeden Fall von meinem Pferdekauf-Video. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.